Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf Captain Caps Lock Crew. Wie der Name es schon sagt, geht es darum, ich würde euch oder der Allgemeinheit gerne Java beibringen. Gut, da gibt es aber erstmal, wie bei jeden Sachen, gibt es erstmal ein wenig Gelaber. Muss man leider durch. Zum einen erstmal zu dem Format selber. Es soll, wie gesagt, erstmal Java beigebracht werden. Gut, das weiß ich noch nicht, ob ich das durchziehe. Ich würde das ein bisschen von den Bewertungen und von dem Feedback abhängig machen. Deswegen erstelle ich erstmal 3 Pilotfolgen und dann werde ich halt schauen, wie das bei euch ankommt, ob das für euch gefällt, ob es nicht gefällt. Könnte ich auch auf jeden Fall, was wichtig ist, Verbesserungsvorschläge reinschreiben. Und halt Feedback da lassen. Das wäre sehr nice. So, und weiterhin ist noch zu sagen, dass es leider keinen festen Tag gibt, wann diese Tutorials kommen würden, weil ich kann da nichts garantieren und ich möchte auch nichts garantieren, sonst kommt man wieder in die Verlegenheit zu sagen, ja, das kommt morgen, ach, das kommt übermorgen, ist noch nicht fertig, sorry. Bringt im Endeffekt auch nichts. Gut. Heute soll es darum gehen, was man so ja, Allgemeines zu sagen kann. Ich möchte einen sehr kurzen Crashkurs geben. Also das ist ja also wirklich der Crashkurs vom Crashkurs. Und dann halt so elementare Sachen, wo man, also man braucht diverse Dinge. Und ja, das erste Programm schreibt man auch, was natürlich dann das Standardprogramm ist, was jeder als erstes schreibt. Das ist ja, hat sich irgendwie so festgesetzt, wenn man eine neue Sprache beginnt, aber halt auf eine andere Art und Weise, wie wir es dann später kennenlernen werden. Gut, zum Allgemeinen. Es ist so, dass ja, ich mit der Geschichte ein wenig anfangen möchte und die wirklich ganz kurz runterrasseln möchte. Ich möchte aber auch halt, dass nie irgendwie man weiß, wie man das praktisch anwenden kann, sondern halt auch ein bisschen Background-Wissen dazu hat. Das, was ich jetzt hier sage, am Anfang ist fast gar nichts, aber dass man halt ein bisschen einen Überblick hat. Und zwar, ja, ungefähr so Ende 30er Jahre, Anfang 40er Jahre wurde von dem Herrn Zuse, kennt man vielleicht, der erste Digitalcomputer gebaut, wird zumindest so gesagt. Es gibt zum Beispiel noch den Herrn Turing, der hat das Ganze in der Theorie festgelegt, aber so wie es scheint, nicht das Ganze praktisch umgesetzt. So, das war natürlich so gesehen rechtes Neuland und ja, da haben natürlich alle gearbeitet, wie sie wollten. Es wurde imperativ programmiert. Das heißt, es wurde gesagt, PC macht das, PC macht dies, PC macht jenes, immer hintereinander. Und wenn das dann natürlich etwas größer wird, dann ist das schnell unübersichtlich geworden. Deswegen gab es auch die Softwarekrise in den 1970er Jahren. Da ist dann die strukturierte Programmierung aufgekommen, sodass man halt sagt, gut, okay, ich mache das 1000 Mal hier, also kann ich das auslagern. So. Gut. Das ist aber auch irgendwann an seine Leistungsfähigkeit gestoßen und dann wurden in den 1990er Jahren die objektorientierte Programmierung eingeführt, bei der wir uns jetzt immer noch mit Java befinden. So, Java selber erschien 1995, das heißt, hat von strukturierter Programmierung eigentlich nicht viel mitbekommen und ist an C, C++ angelehnt. Das kennt man vielleicht auch, hat man zumindest mal gehört. Man weiß zwar vielleicht auch nichts mit anzufangen, aber das tut im Endeffekt wenig zur Sache. Das kommt ja jetzt ja noch. So, dann ist es noch plattformunabhängig. Das heißt, ich drücke einmal auf Kompilieren und ja, dann geht das auf Linux, Mac, Windows. Gibt es da Solaris, gibt es glaube ich auch noch, was denke ich mal bestimmt nichts mit diesen lustigen Bussen mit dem Dackel vorne drauf zu tun hat. Und ja, es gibt ja noch ein paar Betriebssysteme, die aber nicht so wirklich verbreitet sind. Gut, es ist für den Einstieg, finde ich, recht einfach, weil diverse Probleme, die es zum Beispiel jetzt mit C gibt, was ich empfehlen kann, die Sprache C, aber nicht als Einstieg,
die werden einem abgenommen. Zum Beispiel muss man sich um die Säuberung von irgendwelchen Variablen gar nicht kümmern, das wird einem abgenommen und ja, es gibt das ganze Problem mit den Zeigern nicht. Alles kommt alles noch irgendwann bestimmt. So. Und ja, deswegen finde ich das für einen Einstieg gar nicht mal so schlecht. Und das Coole ist dann auch, da wir uns ja in der Sprachklasse von C bewegen, kann man mit ein bisschen weiterem Elan, wenn man in Java schon recht sattelfest ist, eigentlich schnell C-Sharp lernen oder C, C++ lernen. Das hat dann natürlich logischerweise Unterschiede, ist nicht genau dasselbe, aber die sind im Grunde genommen vom Aufwand her zu vernachlässigen, wenn man schon mal Programmieren einmal drauf hat. So. Und noch ein Fakt ist, der letzte, jetzt dann geht's los, dass wir uns mittlerweile in der V8 befinden, also in der Version 8, Update 5, glaube ich. Heute haben wir den 20.04. übrigens, 20.06.2014, ja, ach Gott, Hilfe. So. Jetzt soll es darum gehen, wie man das Ganze installiert. Es ist ja nicht so, dass alles schon vorhanden ist, aber ein Grundstock soll vorhanden sein. Zum Beispiel gibt es jetzt die Zweiteilung, schon länger, in JRE. Das sollte dann Java Runtime Environment sein und das JDK, das heißt Java Development Kit. Und zwar das Runtime Environment, das haben vielleicht viele Leute schon installiert, das nervt ja auch immer nach dem Systemstart von Windows rum. Ja, neues Java-Update verfügbar, außer man hat den Prozess beendet. Wer macht das schon? Und ja, das JDK ist dann eher für Entwickler, die Java entwickeln wollen, zuständig. So, das findet man im Internet. Google. JRE8 kann man mittlerweile downloaden. Cool. Ja, bei Oracle.com und zwar, ach, was willst du? Ja, ask me later. Und zwar hier das Runtime Environment, ja, Version 8, Update 5. Und ich würde sagen, wir nehmen uns die x86er Version. Mal auch ja die Offline-Version nehmen. Und zwar aus dem Grund, dass ich, das ist aber eher so meine persönliche Einstellung zu, und zwar gab es immer Probleme, wenn ich die x64er-Version genommen habe mit Eclipse, was wir dann später auch noch downloaden werden. Das hat immer rumgemuckt, deswegen nehme ich grundsätzlich die x86er-Version. Ob das jetzt mittlerweile, ob ich das auch mit meinem mit meiner Beschränktheit dahin kriegen würde, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nehmen wir die x86er Version, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Den ganzen Spaß installieren wir. Ja, ist jetzt natürlich nicht schwierig. Zielordner ändern braucht man eigentlich nicht. Von daher installieren. Dann meldet sich natürlich auch gleich die externe Festplatte. Ja, das ist natürlich logisch, weil ich das auf C installiere. Das installiert sich immer auf C und nimmt, glaube ich, jetzt auch nicht so viel Platz weg, dass man sagt, oh, meine SSD ist danach so voll. Nein, ist sie nicht. Gut. Ja, Mensch, da meldet sich auch gleich die Antivirensoftware. Ja, sehr schwierig. Sie haben Java erfolgreich installiert. War jetzt auch nicht ganz so schwierig. Nein. Ich möchte aber noch, wenn wir zurückgehen, JDK installieren, dann wahrscheinlich auch in der Version 8, Java Development Kit. Das sieht dann hier genauso aus, nehmen wir aber nur das normale hier, da müssen wir auf die, also dass man die, was ist denn das hier, Binary Code License Agreement müssen wir zustimmen, sonst ein Käse. Und hier sieht man auch, wofür es gibt, und zwar für Linux, Mac, Solaris, hatte ich ja schon gesagt, und Windows.
Das deckt eigentlich erstmal alles Sinnvolle schon ab. Wieder mal die x86er-Version, das Mischen zwischen jetzt zum Beispiel hier die 64er-Version, beim anderen die 86er-Version, das sollte nicht funktionieren. Aber sowas testet man auch nicht aus, weil never change a running system. Man macht es einfach so weiter wie bisher, außer man stößt auf Probleme. Ne? So, ja. 152 MB dauert ein wenig. Gut. Und wir warten 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 und wir warten. Wir warten. Und wir warten. Oh, Mensch, fast fertig. Geht doch. So. Schlagen wir uns wieder durch den lustigen Installer durch. Und ja, ach, einfach alles installieren. Wird schon stimmen, ne? Also man kann ja nicht viel falsch machen, ne? Ja, zack, und copying new files, ja, gut. Let's go. Ja, er tut auch gleich noch das JRE neu installieren. Wenn er damit ein bisschen aufgeräumt hat und das dann halt in eine wirklich funktionierende Version mit dazukommt, dann soll mir das wirklich total egal sein. So, close. Ja. Gut, dann werden wir uns mal darin schlagen. Und zwar können wir ja jetzt zwei Dinge machen. Erstmal können wir hier in den Google Chrome schließen, braucht man nicht mehr. Und dann ja, kann man erstmal prüfen, ob das sich alles ordnungsgemäß installiert hat, weil da gibt es jetzt keine Probleme, aber man kann es natürlich erstmal nachprüfen, bevor man erstmal tut und macht und dann feststellt, oh, hier ist ja was im Argen. Und zwar, wenn wir jetzt hier eingeben Java, steht da, der Befehl Java ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Das ist schwach. Das heißt, wir gehen mal in der Kommandozeile ein bisschen umher. Ja, Kommandozeile sollte man eigentlich drauf haben, aber ich glaube nicht, dass es jeder drauf hat. Deswegen mal kurz zur Erklärung. Es gibt natürlich hier so. Programmiersprache ist es ja eigentlich schon, nennt sich Batch. So. Und also jetzt mittlerweile ist es PowerShell. Oh Gott. Bevor ich mit irgendwelcher Kacke um die Ecke komme, sage ich lieber Batch. Und diese hat ein paar Grundbefehle, wie man sich halt durch die Ordner navigiert. Da steht schon, wir sind im Ordner C, Users und mein Nickname, Kolf. So. Geben wir ein CD, das heißt Change Directory, also wir ändern das Verzeichnis und Punkt, Punkt heißt 1 nach oben. Und dann gehen wir genau nochmal 1 nach oben, man kann das zwar alles verketten, aber das ist ja, so. Jetzt gehen wir in den Ordner, ja, das müsste x86 sein. Ja, da ist Java installiert. Dann schauen wir mal, ach so, das müsste dann List heißen, nein, ach, kann nicht sein. So, Java. JDK. Okay. Ja, so, also CDJDK. Da machen wir es ein bisschen einfacher als mit List hier, wobei List natürlich auch immer ganz cool ist. Geht es dann weiter? Da müssen wir erstmal das schauen. Bin. Ja, da ist es schon. CD Bin. Und dann haben wir, wenn wir jetzt Java eingeben, sagt uns die Kommandozeile, was uns da eigentlich alles möglich ist. Und das ist viel. Müssen wir aber nicht alles wissen. Zum Glück. Gut. Man sieht es nur aber. Ja. Hier steht da Java zur Ausführung einer Klasse oder Java minus jar, das tut Jar-Files ausführen. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal möchte ich kurz das Standardprogramm runterrasseln.
Das mache ich hier in Notepad++. Ist jetzt, ja, man kann jetzt auch sagen, gut, okay, ich öffne jetzt hier den Editor und schreibe das hier drin. Das geht genauso, das könnt ihr ja so machen. Ich schreibe das aber erstmal in Notepad++. Ihr könnt natürlich also auch dann Notepad++ euch runterladen. Ich kann es nur empfehlen für allgemeine Dateiarbeit, weil wegen cool. So, dann schreiben wir, muss man nicht alles verstehen. Public Class, eine geschweifte Klammer. Dann schreiben wir Public Static Void Main in Klammern String, übrigens groß geschrieben, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, A, Klammern zu, geschweifte Klammer auf. System.out.println. Es gibt Leute, die sagen printeln, das finde ich aber klingt scheiße. Außerdem verrenkt man da seinen Unterkiefer so, deswegen heißt es println. Eigentlich auch println, um es ausgesprochen zu sagen. Und dann schreiben wir rein, wer hätte es vermutet, Hello World. Aber bist du noch in korrekter Schreibweise? Achso, übrigens mit Ausrufezeichen, also ohne Ausrufezeichen, wäre frevelhaft auf jeden Fall. Das macht es nämlich aus. So. Nein, die setzen wir hier hin. Und die dahin. Speichern wir. Die einfach mal jetzt hier als, das findest du bestimmt, als Java Source File. Genau, das heißt Hello World. Ja, und somit gibt es ja auch Syntax Highlighting, finde ich immer ganz schnieke. So. Jetzt sind wir wieder hier und können jetzt angeben, wenn wir in das Verzeichnis unsere Java-Datei bringen. Und zwar, nächster Punkt ist, spaßige Sache, Umgebungsvariable setzen. Das hatte ich gerade noch glorreicherweise vergessen. Gehen wir auf Systemsteuerung und auf System und auf erweiterte Systemeinstellung und auf Umgebungsvariable und schauen mal nach. In der Path-Variable. Hier haben wir einmal die Benutzervariable für mich oben und die Systemvariablen stehen unten und wir suchen den Path. So, bearbeiten. Und dieser hat natürlich nicht den Pfad zu Java gefunden, also zum Java JDK. So. Gut, das heißt, wir geben ihn an, machen wir so. Dann haben wir den hier in bin liegen. Machen wir diesen. Kopieren das hier rein im Wert der Variable. Haben davor noch ein Semikolon geschrieben. Das kann ich auch nochmal zeigen. Hier dieses Semikolon, das brauchen wir unbedingt. Okay. 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 Und jetzt öffnen wir CMD und schauen mal nach, ob der jetzt Java kennt. Er kennt Java, den Befehl, ohne dass wir uns in irgendeinem so lustigen Verzeichnis befinden. Gut, das heißt, wir gehen mal auf D. Das geht so. Und jetzt müssten wir hier haben, Hello World.java. Die haben wir hier. Das heißt, wir geben an, erstmal Java C. Das ist ja Java Compiler. Jetzt kommen wir zum Thema, schon mal der erste theoretische Quark, den wir brauchen. Also Quark ist es nicht, das ist schon wichtig. Und zwar gibt es einen Compiler, der sagt, ich nehme diese .java-Datei und mache daraus eine .class-Datei. So. Das macht ein Compiler, also der sagt einfach gut, okay, die .java-Datei sieht so und so aus und wenn ich das und das schreibe, steht in der .class-Datei das Richtige halt drin. Das macht ein Compiler. Das Wichtige ist halt, der erstellt wirklich eine Datei auf der Festplatte, die dann ausgeführt werden könnte. Bytecode wird nicht direkt jetzt ausgeführt, das wird dann durch einen Interpreter interpretiert. So, da geben wir ein Hello World.java und finden einen Error.
Der Error liegt daran, dass wir keinen Klassennamen angegeben haben. Ich mache das übrigens hier alles on the fly, das heißt, es kann sein, dass ich mal was vergesse, aber dazu gibt es Compiler, die mir das anzeigen. Das heißt, wenn wir jetzt dieses durchlaufen lassen, dann funktioniert dies. So, da haben wir jetzt eine Hello World.class-Datei. Die können wir nochmal im Ordner anzeigen lassen, das sind wir aber hier falsch. Gehen wir auf die und hier sehen wir die Hello World.class-Datei. So, diese lassen wir jetzt von dem Programm Java interpretieren. Also Programm Java, also das ist eine Java.exe. Sagen wir es mal so, wäre es besser auszudrücken. Und da müssen wir aber das .class löschen, das wäre falsch. Man gibt einfach nur den Namen an, den Klassennamen an. Der Klassenname ist dieser Name hier, heißt Hello World. Und wenn wir jetzt auf Enter drücken, dann gibt der Hello World aus. Das heißt, wir gucken uns auch mal an, was hier geschrieben wurde. Und zwar steht ganz am Anfang ein Klassenname. So, diese Definition der Klasse ist public. Das kommt später. Class ist das Schlüsselwort. Und zwar gibt es hier alles, was hier so lila unterlegt sind, sind Schlüsselwörter. Die sind reserviert. Man darf die sonst nirgends schreiben, außer an diesen Stellen. So. Diese Klassendefinition verlangt dann noch einen Namen, den hatte ich ja gerade vergessen gehabt, deswegen hat auch der Compiler gemeckert. Der weist euch dann halt darauf hin, hier ist ein Fehler. Und hier steht da Identifier Expected, also ein Identifizierer, ein Name. So, der ist da schon recht cool und hilft einem auch ein wenig. Nicht so wie bei C, da sitzt man vor der Fehlermeldung und sagt sich, was willst du jetzt von mir? So, danach kommt die Methode. Was das genau ist, klären wir auch noch. Ich möchte nur halt, dass noch ein bisschen Output rauskommt. Public Static Void Main. Die Methode heißt Main. Das ist immer der Einstiegspunkt. Und zwar, wenn man jetzt ein Programm schreibt, das kann auch aus mehreren solchen Klassen hier bestehen, dann ist immer eine Main mindestens mit dabei. Und diese Main dient halt als Einstiegspunkt. So. Und in dieser Main-Methode, die jetzt zwischen diesen geschweiften Klammern steht, die gibt es immer, da steht System.out.println und dann das Hello World. Und das, was hier in diesen Gänsefüßchen steht, das wird ausgegeben. Und das sehen wir hier, also Hello World, Ausrufezeichen. Das heißt, das Coole ist halt noch, das Ausrufezeichen sieht man halt, dass nicht irgendwas ausgegeben wurde, sondern wirklich das, was auch da drin geschrieben wurde. Das ist keine Hexerei, das ist das einfachste Programm, was man eigentlich schreiben kann. Ja. Und damit wäre ich für die erste Folge am Ende. In der nächsten Folge geht es dann um ganz grundlegende Sachen wie die Syntax. Die Syntax, der Syntax. Das ist immer die Frage, ich weiß es nicht. Nagelt mich aber nicht drauf fest. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bewertet es und gebt Feedback, das hilft mir. Und wie gesagt, es geht ja um die 3 Pilotfolgen. Ja, und gut, dann noch die Endcard. Auf der linken Seite gibt es, ja, ein letztes Video gibt es ja nicht. Das heißt, es gibt nur die Playlist und rechts könnt ihr abonnieren, damit ihr auf dem Stand bleibt, falls dann irgendwann mal die 2. Folge rauskommt, die ich dann weiß, mir ja auch Spaß macht. Ich mache sowas gerne, anderen Leuten was erklären. Dass dann, denke ich mal, auch Zeit an die 2. Folge kommt. Ich weiß halt nur nicht genau wann. Das wird halt meine Zeit entscheiden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.